Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit einer echten Milka-Premiere und das Gute vorweg, dieses Produkt gibt es schon im Handel zu kaufen. Milka Cookie Snacks, ein Milka-Keksriegel. Hier steht zwar New und Nouveau drauf, Nouveau glaube ich auf Französisch, aber auf hinten sind die Zutaten auf Deutsch. Und die gibt es bereits in einigen Edeka-Supermärkten, nicht in allen. Ich habe es leider noch nicht entdeckt. Aber netterweise hat mir die Janine die zugeschickt. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Und auch ganz liebe Grüße gehen raus an Instagram, an Pascals Panda-Bärchen. Das ist nämlich ihr Account. Und ich habe mich so gefreut, dass sie die in die Post gepackt hat. Denn ich habe sie in Hamburg in keinem Supermarkt bisher noch nicht entdeckt. Aber ich habe gerade mal ein bisschen gegoogelt. Die kosten übrigens 1,99 € bis 1,49 € im Angebot. Und am Freitag, den 10.01. gibt es sie im Aldi Süd im Angebot. Ob Aldi Nord nachzieht, weiß ich nicht, konnte ich jetzt leider nicht finden. Aber wir wissen immerhin, 1,49 € am Freitag, 10.01. bei Aldi Süd. Nicht bezahlt, keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur ein Verbraucherhinweis. Und ich bin gespannt, wie die schmecken. Diesen Keksriegel, ja, der kommt euch vielleicht bekannt vor. Die gibt es in verschiedenen Ländern, nicht nur von Milka, sondern auch von diesem... Wie heißen die Kekse nochmal? Chips Ahoy kennt ihr auch, ne? Diese Keksmarke. Den gibt es auch als Chips Ahoy Riegel. Und in Frankreich habe ich den mal von Granola getestet. Und ich habe mich ja damals komplett in diesen Granola-Keksriegel verliebt. Werde ich euch am Ende des Videos nochmal verlinken. Und ich bin sehr gespannt, ob diese Liebe hier auch auf diesen Milka-Keksriegel überspringt. Ich habe mir das damals ja so gewünscht, ne? Aber Granola ist schon was anderes als Milka. Aber wenn der Keks davon auch inspiriert ist, ich bin mal gespannt. Ich finde es auch eh spannend, dass Frankreich so ein Inspirationsland für Deutschland ist. Wir erinnern uns an Milka Tender Break. Hier heißt es Milka Break. Das ist ja auch so eine Art Keksriegel mit Schokofüllung. Gab es ja auch erst in Frankreich und dann in Deutschland. Und ich hole diesen Keks mal raus. Das Tolle ist, wir können ihn hier unten anfassen. Der ist von oben bis unten mit Schokolade. Und ich beiße jetzt einfach mal rein. Ich finde, das sieht so richtig lecker köstlich aus, oder? Mmh, oh mein Gott. Es ist, als hätte man selbst so einen Keks in flüssige Schokolade getunkt. Und genauso habe ich es mir erhofft. Ein schöner, bröseliger Keks, so bröselhaft. Ein bisschen wie so ein Granola-Keks halt auch, ja. Und das finde ich ganz cool. Oder wie so ein, ich habe damals mal gesagt, wie so ein XXL-Ballisto, so von der Konsistenz. Also eher so wie der Ballisto-Keks. Sehr locker, sehr bröselig, sehr geil. Und jetzt mal ganz kurz in Großaufnahme. Milka Cookie Snacks, so sieht es aus auf der Verpackung. Und ich habe schon sehr viel abgebissen vom Keks, ist gar nicht mehr viel da. So sieht eine Großaufnahme aus. Und ihr könnt sehen, da sind auch noch Schokostückchen drin. Und ihr könnt auch so, glaube ich, die Konsistenz, die ich gerade schon ein bisschen beschrieben habe hier von dem Keks erkennen. Und das mag ich total gerne. Es ist schon der Wahnsinn, ihr Lieben. Ich kann echt nicht aufhören, diesen Keks zu essen. Und der Keks ist genauso geil wie in Frankreich. Die Schokolade ist Milka. Und ich finde wirklich, es ist das beste Keksprodukt, was Milka je gemacht hat. Und ich finde einige Milka-Keksprodukte, finde ich gar nicht so spannend. Also diese typischen Milka-Kekse finde ich echt nicht so spannend. Aber dieser Keksriegel, ja. Wenn ihr auch diese anderen Milka-Keksprodukte, wenn ihr gesagt habt, die sind mir irgendwie zu langweilig und nicht so intensiv vom Geschmack her, probiert unbedingt diese Cookie Snacks aus. Ich finde, das ist eine ganz andere Keksliga. Das ist eine sehr, sehr gute Keksliga. Da ist Milka wirklich mit auf dem richtigen Weg. Finde ich sensationell geil. Ich bin echt strenger geworden in meiner Bewertung, aber sorry. Dieser Keks ist wirklich sehr, sehr lecker. Und auf einer Skala von 1 bis 10... bekommt der Milka Cookie Snacks Keks 10 Punkte. Herzlichen Glückwunsch, Milka, und ich bin super gespannt, wie ihr den Keks findet. Schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst ja, wo es den jetzt gibt.
Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich freue mich schon aufs nächste Video mit euch. Tschüss!